Herr Ministerpräsident, Ihre Rede hat gezeigt, Rheinland-Pfalz war stark, ist stark und bleibt stark. Da ist einmal die Koalition, die für Stabilität und geschlossenes inhaltliches Arbeiten steht. Da ist eine Opposition, die mit Hahnenkämpfen beschäftigt ist. Da ist einmal das Team Rheinland-Pfalz und da ist einmal das Team Chaos. So ist die Realität, die wir in den kommenden 1,5 Jahren den Menschen auch sehr klar erzählen werden. Und jetzt mussten Sie ja eben auch noch ertragen, dass wir als Koalition noch ein neues Programm zur Förderung von Investitionen in ausgewählten Kommunen im Umfang von 200 Millionen Euro auflegen. Wir sind dagegen mit unserem Ministerpräsidenten und dem Rheinland-Pfalz-Modell First Class ganz konkret, ganz präzise und helfen damit den Menschen in ihrem Alltag, meine Damen und Herren. Eine aktuelle Studie des IFO-Instituts hat aufgezeigt, dass in kaum einem anderen Bundesland die Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit so hoch ist wie in Rheinland-Pfalz. Wir sind die Besten im Westen. Es ist kein vom Himmel gefallenes Wunder, dass die Zahl der Straftaten in Rheinland-Pfalz niedrig ist und dass die Aufklärungsquote der rheinland-pfälzischen Polizei sehr hoch ist. Denn die Rechnung ist ganz einfach. Viele tolle, engagierte Polizistinnen und Polizisten plus gute Personalpolitik durch das Land ist gleich Rheinland-Pfalz ist eines der sichersten Bundesländer. Wir brauchen Zuwanderung und wir bieten Schutz für politisch Verfolgte. Das steht überhaupt nicht zur Debatte, meine Damen und Herren. Und gleichzeitig müssen wir deutlich machen, es kann nicht jeder kommen, der möchte. Das ist die Mischung, das ist die Balance aus Humanität und Ordnung, die wir bereits seit langem vertreten. All das ist gute Politik. Warum? Weil sie sich ganz konkret daran ausrichtet, den Alltag der Menschen zu verbessern. Für die Ampel kann ich sagen, uns eint ein Ziel, gemeinsam anpacken und machen, Rheinland-Pfalz lebenswert halten, soziale und innere Sicherheit bewahren und den Alltag der Menschen positiv gestalten. Und so geht's weiter, noch 1,5 Jahre und darüber hinaus. Machen und anpacken, konkrete Politik für die Menschen in Rheinland-Pfalz. Gut regieren, das ist in Rheinland-Pfalz Alltag. Vielen Dank.